Ein kleiner Hebräisch-Nachschlag für das vorherige Gespräch, wenn ich immer wieder sage, wenn einer sich dafür nicht beschäftigt. Es ist einfach wie, wenn ich sage, ein Kind beschäftigt sich nicht für Sexualität. Du hast dein Programm, schreib dir das vor und es ist auch vollkommen okay. Du hast in jedem Leben was zu lernen. Du hast keine besseren oder schlechteren Leben. Das sind ja schon wieder Definitionen von Bildern, die du dir selber denkst. Ich will aber nochmal zeigen, wie komplex das Ganze wird in der Verknüpfung der Zahlen und der Werte und der Fehlübersetzungen in Bezug auf das Hebräische. Und zwar habe ich jetzt hier Hier sehen wir. den Ton, habe ich den eingeschalten? Ja. Dann ist gut. Das ist jetzt zum Beispiel die Urwort-Theorie von Dr. Michael König. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der Vatersprache. Das ist ein Physiker wie, ich könnte jetzt noch etliche nennen, die viel mit ESO-Kacke und Wahrscheinlichkeiten immer mit angezogenem Wissen, und zwar fährt er voll auf der Schiene von Burkhard Heim. Hochinteressante Theorien, bin ich vor vielen Jahren schon darauf eingegangen. Wir hören da mal ganz kurz zu. Hier sehen wir, wie der Quantenphysiker Niels Bohr Atome beschrieben hat. Das ist das einfache Bohrsche Atommodell. So ein Elektron kreist um den Atomkern, so ähnlich wie ein Planet um die Sonne. Also wie oben, so unten, wie im Großen, so im Kleinen. Natürlich wissen wir es heute etwas genauer. Natürlich, wir wissen das. Alles, was er weiß, dass der Bohr das so beschrieben hat, er äfft nach. Mir geht es zuerst einmal darum, begreife, dass alles, was du äußerst, was du dir als Vorstellungen aufbaust, irgendwas ist, was du vom Hören sagen kannst. Und das ist austauschbar. Hätte man dir was anderes erzählt, wäre das andere für dich genauso logisch. Ein Computer, der auf einer gewissen Programmierung arbeitet, für den ist nur seine eigene Programmierung logisch. Und sobald er auf ein anderes Programm stößt, beginnt die Streiterei. Das ist, wenn ich sage, für ein Programm, das auf Basic programmiert ist, Betriebssystem, wird jegliche Art von Daten, Windows-Daten, komplett als Idiotie und Schwachsinn und fehlerhaft absauen, obwohl Windows um Welten im wahrsten Sinne des Wortes hochwertig und komplexer ist wie Basic. Das heißt, die Dummköpfe maßen sich an, wirklich weise Menschen als Idioten hinzustellen, weil sie mit dieser komplexeren Logik nichts anfangen können. Ich mache das jetzt ganz einfach, dass ich sage, in der Einfachheit liegt die Weisheit und der äfft jetzt auch was nach. Aber interessant ist jetzt hier dieser Schweif. Die Elektronen kreisen nicht auf so Kreisbahnen. Das ist tatsächlich, kann man nur sagen, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ist das Elektron gerade da oder da oder Das da. ist die Superposition, das heißt, solange du nicht hinschaust, ist es überall und nirgends gleichzeitig. Ja. Solange du einen Gedanken dir nicht irgendwo hindenkst, wenn ich mir jetzt zum Beispiel kann ich mir den Redo nach Zürich denken und ich kann mir den Udo nach Weißenburg denken. Ich bin du. Du denkst dir doch jetzt den Redo und den Udo aus. Du kannst dir jetzt den Redo, der übrigens nur existiert, wenn du gezielt an den Redo denkst, und der Udo existiert nur, wenn du gezielt an den Udo denkst, denkst du dir den einen nach Weißenburg und den anderen denkst du dir nach Zürich. Du, ich, ein zu Form gewordenes Ich. Das ist Zürich. Aber solange du jetzt das nicht bewusst denkst, ist er bloß hier und jetzt. Das heißt, erst wenn du an den denkst und dir den wohin denkst, ist er dort, wo du ihn dir hindenkst. Das ist in der Physik die Messung. Das heißt, Genau. solange du nicht misst, ist es überall möglich, wo es ist. Genau. Bis du es misst, das heißt, bis du es denkst, nochmal, esse heißt tun, machen, handeln, bis du dir etwas wohin denkst, räumlich wie zeitlich. Dann durch diese Messung bricht die Wellengleichung zusammen und dann ist er angeblich dort. Dieses Teilchen, wo du dir es hindenkst, wo du es misst, aber messen hast bloß, wo du dir das hindenkst. Merkst du das, wie das jetzt sich spiegelt? Das bringt auch wieder ein Ist, das ist Historia, das ist. Genau das ist, wenn ich immer historisch mache. Hieros heißt heilig, ganz gesund. Hier, Hieros schreibe ich immer und da ist das Ross, der Große. Das ist das Bewusstsein von Jozio vor dem Bücherregal, der weiß, es ist immer hier und jetzt in uns, wenn es ist. Es existiert oder es existiert nicht. Es existiert dann nicht oben, weil das oben ist auch schon ausgedacht und das unten ist auch ausgedacht. Und jetzt ist es, das ist hier kein Proton und das ist kein Elektron, das ist ein Monitor. Und das ist der Schweif. Da geben sich dann so Wolken. Diesen Punkt bewegt sich nicht rum, weil die Lämpchen sich, die auf sich auf dem Monitor diese Illusion erzeugen, in keinster Weise von A nach B bewegen. Aber irgendwo ist das Elektron immer. Irgendwo ist das Im Meer. im Meer. Es ist immer im Meer, hier und jetzt. Im Meer ist immer sein, heißt ewig und die Ewigkeit ist jetzt.
Und es ist hier, Hieros, heilig ganz. Du kannst dieses, das Kontinuum nicht zerstören. Wir nehmen aus dem Kontinuum auch nichts heraus, ich will immer dasselbe, sondern wir fokussieren uns nur in Facetten hinein. Ja, wir wissen nur nicht genau wo. Aber ich weiß immer, wo was ist. Ja. Wenn du, hast du immer ganz exakt, wo was ist und wann das passiert. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, mit der es sich da oder dort... Und dieser Schweif ist das erst, wenn wir genau hinschauen im Moment, wissen wir, wo es ist, aber es bleibt immer hier und jetzt. Das macht übrigens dann den Blödsinn aus, wenn wir jetzt die Verschränkung machen, der Nobelpreis 2022, dass wir, und ich mache jetzt das einmal präzise, normal, wenn wir verschränkte Teilchen haben, wird ein Teilchen in zwei Teilchen geteilt. Da habe ich wunderschöne Videos übrigens hier, müsste ich jetzt hersuchen. Du kannst jetzt ein Teilchen, ein 100% Energieteilchen zum Beispiel teilen, dass zwei Teilchen auseinanderfliegen mit unterschiedlichen Energieanteilen oder 50-50 sind. Und da geht das immer, je nachdem, Erklärungsmodelle sind, wenn du ein Teilchen jetzt, obwohl die mit Lichtgeschwindigkeit angeblich auseinanderfliegen, denken wir uns jetzt, wenn du das eine Teilchen veränderst, verändert sich das andere Teilchen auch in der Polarität. Das ist die einfache Erklärung. Dann gibt es welche mit einem Würfel, dass man einen Würfel teilt und der Würfel fliegt in zwei mit Lichtgeschwindigkeit auseinander. Und wenn du jetzt den einen Würfel auf 1 drehst, im exakt selben Moment kriegt der andere Würfel den Wert 6. Und wenn du den einen Würfel auf 3 drehst, kriegt im selben Moment der andere Würfel den Wert 4, weil da immer die beiden Seiten 7 ergeben. Hat man mir erzählt, habe ich gehört. Aber jetzt kommt der Trick dabei, dass die Teilchen, die mit Lichtgeschwindigkeit, die ich mir jetzt ausdenke, vorstelle, auseinanderfliegen, beide an derselben Stelle sind. Ja. Nämlich hier und jetzt in meinem Kopf. Genau. Und jetzt mache ich dasselbe nochmal, ich mache jetzt eine Verschränkung primitiv. Du denkst jetzt, du sitzt in einem Kino, in der Mitte des Kinosaals und dann schaust du in die eine Richtung auf die Leinwand, ein ganz normales Kino. Und da ändern sich ständig die Bilder auf der Leinwand. Bild, 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 Bild. Und exakt im selben Moment verändern sich die Bilder im Projektor beziehungsweise im Dioprojektor, die Projektionsdios. Genau gespiegelt, das, was sich auf der Seite verändert, verändert sich im selben Moment auf der anderen Seite auch. Ja. Jetzt habe ich die ganzen Nobelpreis der Verschränkung entlarvt als Hirnwichserei, wo ein bisschen Wahrheit mit drin ist, aber das dich so in eine Irre führt ohne Ende. Ja. Und wenn du jetzt genau hinschaust, hattest du natürlich den Fokus und jetzt kommt hier diese Urbautheorie. Das ist ein reiner Physiker, der ändert letztendlich an der Physik, was der gesagt hat, was der gesagt hat, und Jesus hat gesagt, und Einstein hat gesagt, und Sokrates hat gesagt, und der hat das gemacht. Alles nur nachäffen. Alles einen tiefen symbolischen Sinn. Und da gibt es ganz kurz nur, nicht genau hinschauen, ja, nicht erschrecken. Wenn man das ausrechnet, sieht das dann so aus. Ne? So, oh, boah, Physiker. Schau mal, wenn du jetzt, du musst nichts wissen, du musst bloß wissen, da ist eine Wurzel. Und alles, was da drunter steht, egal was ich mir aus dem Grund dieser Zeichen denke, ist null. Und wenn jetzt da hier dann das weitergeht mit mal, null. Es ist null. Es ist nichts. Das ist der Trick. Und du landest dann irgendwann einmal bei dieser Wurzel Pi. Eins durch, aber Wurzel Pi ist nichts. Zwei, ein Plus-Minus-Ergebnis. Ja. All das, das ist das, was ich sage, das ist Hirnwichserei. Das sind Sackgassen. Darum hast du ja Mathematiker, da bin ich zigfach drauf eingegangen, die beweisen dir mathematisch, weil sie es gelernt haben, korrekt, dass zum Beispiel 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bis unendlich genau minus ein Zwölftel ergibt. Wird bewundert, alle sind es vollkommen, da wirst du keinen Fehler finden in dieser Berechnung, wie das erklärt wird. Ein anderer beweist, dass aber dieselbe Reihe bis ins Unendliche 42 ergibt. Auch absolut in ihrer Logik korrekt gerechnet. Und diese Logiken sind aufgeblasen, aufgeblasenes Wissen, das so unnötig ist wie ein Pfütze im Wind. Ja. Oder 0,9999999 habe ich schon meinen Professor Wenz in Hamburg, Mathematiker, der sagt, man weiß, Umfrage, 70% der Menschen sagen, 80% der Menschen sagen, das ist nicht eins, weil es fällt ja immer ein bisschen was zu eins und der beweist dir dann mathematisch, weil er es gelernt hat, dass es doch eins ist. Und all das, was die machen, sind, die sind in Sackgassen reingelaufen.
Die haben aufgehört, ganz einfach zu denken und blasen sich auf mit geistlos nachgeäffendem Wissen und machen sich zu was Besonderes. Und solange du was Besonderes bist, wirst du niemals erkennen, dass du eigentlich alles bist, was du dir ausdenkst und nichts davon. Du bist all deine Wellen, aber nicht irgendeine Welle. Das sind die zwei Seiten, die man verstehen muss. Das ist die Vereinfachung. Ja. Also das könnte ich dir jetzt auch erklären und kriege dann extreme Tiefe, aber ist gar nicht nötig, muss dich gar nicht verrückt machen. Und jetzt sagen wir uns doch mal das nächste Jahr. Am Anfang, wenn man sich mit Naturwissenschaft befasst, wird man atheistisch. Ja? Aber wenn man diesen Becher der Naturwissenschaft austrinkt, dann wartet auf dem Grund des Bechers Gott. Ja, man spricht jetzt den Heisenberg zu. Ich kann dir auch Bücher zeigen, wo man sagt, das hat der Einstein gesagt. Jetzt können wir wieder streiten, in welchem Buch steht es richtig. Ich sage, egal welches Buch du mir als Beweis bringst, welche Internetseite, ich zeige dir 1000 Internetseiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Für dich wird das stimmen, was du geistlos nachhast, und dann haben alle anderen natürlich unlogische oder logischerweise sind die unlogisch. Das ist so ein simples Prinzip, wenn du das verstehst. Aber die Weisheit in dem Spruch, wenn du vom Becher der Naturwissenschaften nippst, dann macht er dich betrunken und er treibt dich in den Atheismus. In dem Augenblick, wo du das ganze Wissen deiner Menschheit ausgedrungen hast, wenn du UP bist, ein Wissen, wohlgemerkt, das ich mir jetzt erst einmal ausdenken muss, da außen das Wissen, das du dir ausdenkst, muss ja aus dir kommen, wenn das zu existieren anfängt. Ja. Du kannst immer nur das, wie gesagt, von außen in dich hineinschaufeln, was du dir vorher ausdenkst. Und du kannst in dieses Internet, in den absoluten Punkt nichts hineintun, was nicht schon vorher drin gewesen wäre. Weil alles, was du hineintust, muss erst aus dem Punkt herauskommen, dass es wieder hineingehen kann. Das ist Allah. Ja. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen. So ein Schau, Elementar. Das sind jetzt zum Beispiel hier, das sind jetzt zum Beispiel Teilchen und da geht der ganze Cut, was ist jetzt da? Ja. Ich sage dir jetzt gleich, was du jetzt aufbaust, wenn ich Worte mache. Wir denken jetzt einmal an CERN. CERN heißt übrigens schon Kern. Können wir wieder das Wort, weil wieder 400-Seiten-Buch. Und das sind ein Teilchenbeschleuniger, habe ich gehört. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich könnte jetzt den materialisieren. Ich könnte da hinfahren. Aber hinfahren, ich betone nochmal, alles, was du im tiefsten Innern glaubst, dass da außen auch dann existiert, wenn du es nicht denkst. Kannst du realisieren, das hast hier und jetzt als sinnlich wahrgenommene Information auf deine Farbbrille holen. Zum Beispiel diesen großen Beschleuniger, zumindest den Eingang, weil du wirst du feststellen, das ist wie bei einer Kaserne, dass du da nicht rein kannst. Und dann weißt du, das ist ein Ring mit 27 Kilometer Umfang, wo eine Röhre, die Bilder kannst du hersuchen, gibt CERN ein, kann man ganz einfach machen, schauen wir mal einen Computer, eine Maschine, Bilder aus dem Kernforschungszentrum CERN. Klasse. Hier, das ist es. Ja. Und dann kriegst du hier, schau, da haben wir jetzt den 27 Kilometer. Das ist was Neues, das ist diese Röhre, 27 Kilometer. Und jetzt einfach mal, ich mache jetzt einmal, warte, stell dir das einmal vor. In dieser Röhre, die innern fast auf dem absoluten Nullpunkt abgekühlt werden muss, werden in zwei entgegengesetzte Richtungen Elementarteilchen, Elektronen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Das heißt, das eine in die Richtung, das, wir sagen mal, das wäre jetzt der Kreis, das eine fliegt in die Richtung und das andere fliegt in die Richtung. Die beschleunigen nicht existierende Teilchen, das sind ja nur Gedanken, zeig mir doch ein Elektron. Es ist Hirnwichserei, jeder bewundert es. Da außen ist auch nichts. Die Bilder, die du siehst, sind auf einem Monitor und du kannst jetzt eventuell Auszüge davon auf deine Farbbrille holen. Also gut, diese Bilder... Diese Teilchen werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit in dieser 27 Kilometer langen, auf absoluten Nullpunkt, unheimlich spektakulär, Milliarden teuer, habe ich alles gehört, habe ich alles gelesen, denke ich mir jetzt aus. Und diese Teilchen, diese unvorstellbar kleinen Teilchen, achte auf das Wort, es ist unvorstellbar klein und trotzdem denkt man sich es aus. Ja. Das ist Oxymoron, ne? Ja. Die werden in dieser Röhre zwei Stück entgegengesetzte Richtung abgeschossen. Und die lässt man dann in der sogenannten Blasenkammer aufeinandertreffen und dann entstehen diese, das ist eine Aufnahme auf der Blasenteil, dann zerspringen die und es entstehen neue Teilchen. Also du siehst jetzt die Entstehung von neuen Teilchen. Nein, du schaust deinen Monitor an. Gott! Was wäre jetzt das, wenn man dir das nicht erzählt hätte? Jeder Physiker sieht sofort, das sind Aufnahmen aus einer, nein, das sind auf, das sind Gedanken von dir selber, die du mit einer Logik entstehen lässt, in dir selber. Da hat jemand eine Pirouette gemacht auf dem Eis. Ja,
aber auch genießen am Himmel. Das sind Nordlichter. Da sehen wir auch so. Du siehst doch, das sind doch Sterne, die sehe ich doch. Schau doch einfach, was jetzt da ist. Das ist das Einzige, was ich fordere. Okay? Wieso ich jetzt bin, da kommt jetzt altes, nachgeäffte physikalische Geschwätz, kannst du in der Donne klopfen. Es hat einen unendlich tiefen Sinn. In dem Moment, wo du das mit Holofeeling betrachtest. Und jetzt komme ich hier zu dem Burkhard Heim. Der ist der erste Physiker gewesen, den ich mir jetzt ausdenke, der ganz, ganz bewusst rein physikalisch eigentlich den Geist mit ins Spiel bringt. Du könntest übrigens jetzt hier, schau mal, ich mache meinen kleinen Hauptordner und da fahre ich runter und da gibt es hier sogar die Was ist Burkhard Heim? Wir können jetzt einmal Burkhard Heim, nur hier Burkhard Heim, sagen uns genauer anschauen, ohne Ende, was es da geht, Quantelung, Einheitsfeld, was haben wir noch? Mal schauen, ob die noch gehen. Das wäre jetzt die, das sind jetzt zum Beispiel diese zwölfdimensionale Welt, die ist natürlich auch ein Blödsinn. Es ist immer noch Welt, aber was er jetzt schon macht, dass er beginnt hier schlichtweg und einfach Physik zu verknüpfen. Und er hat dann hier die Grundlagen. Es ist immer noch ein Materialist. Es ist immer noch einer, der sich Teilchen ausdenkt. Der macht jetzt bloß hier das Ganze schon ein bisschen, dass er eine geistige Welt mitbringt. Ein Hintergrundraum, ein Informationsraum, eine Organisation, eine Raumzeitstruktur, der physische Raum. Das sind die ersten drei Dimensionen. Dann kommt die Zeit dazu. Das ist das, wo unsere Physiker denken. Und jetzt bringt er hier einen Hintergrund, dass da, das ist alles nur Programm. Alles überall ein Quäntchen Wahrheit mit dran. Ganz interessant ist, wenn du, da gibt es also hier die physikalischen Grundlagen, die ganzen Formelzeichen, wenn du siehst, wird es dir schwindelig. Das ist alles Hirnwichserei. Aber jetzt pass auf, jetzt ist dir die ganze Zeit was nicht aufgefallen. Jetzt lege ich einmal den Fokus auf das Wesentliche. Egal, was wir da für ein Bild einschalten, ist, jetzt hast du mal eine Datei im Hintergrund. Und wir haben diese Datei hier sehen wir eingestattet. Bei 14,52. Mhm. Die 1,4er Struktur, die Öffnung eines Sohns. Mhm. Das ist übrigens rein die Öffnung eines Sohns. 1,1,15. Mhm. JCH, ICH, Gott. Ja. Das sind, wenn du das ausrechnest, genau 892 Sekunden. Mhm. 800 ist Pi. Ja. Das NP, die Weisheit Gottes. Und 92 ist das Dodo. Ja. Schau mal, da gibt es ein schönes, mit dem Gesamtwert 892, gibt es ein schönes Wort im Hebräischen. Das heißt also, wenn sie gehen wieder hindurch, hinüber, durch, vorüber, weiter, ziehen, zogen, gehen. Das ist hier sehr, so übersetzt ist die Itzhak-Luria-Akademie. Man kann das viel einfacher übersetzen. Wie Chance hast du uns einmal von dem den Zahlenwert an? Dieses Wort kommt ein aller einziges Mal in der Tora vor. Ja. Im Denach. Entschuldigung, im Denach, nicht einmal in der Tora. Das ist die Weisheit von UB, also von Dest Udo. Mhm. Sehr interessant. Der Logos, der dich lebendig macht, leb im Inneren, Herz 32, leb rot gelesen. Der Logos des Herzes. Verborgener Wert ist 900, das ist der Geburtsgeber. Ja. Okay, wieder 12, weil der Wert 12, 32 liest das, was wir können halt tauschen, 1, 2, das Aufblühen, beziehungsweise das innere Herz und dann nochmal auch der Pyramidenwert ist 8, 2. In dieser Zahlenstruktur dieselben Werte haben, ist eigentlich ein kleines Wunder. Ja. Redo weiß jetzt, was das bedeutet. Ja. Wirst du ganz, ganz selten finden. Ja. Und jetzt pass auf, wir schauen uns jetzt diese kleine Sache mal an in Zweierradixen. Das ist ja, wir sehen sofort, wenn du dich auskennst, dein Kaffone heißt wie und ein Memmin heißt ihr. Ja. Das heißt, hast du mal wie ihr und was ist das da in der Mitte wie ihr Ebri? Der ja. Eber. Ja. Wir machen es erst mal ganz einfach den Eber. Mhm. Das ist ein Fötus in der Matrix. Das heißt, wie ihr Fötus in der Matrix, den wir aus der Matrix rausholen wollen. Mhm. Hüben 4, drüben 4. Mhm. Diese Selektion eines Fötus, immer dran denken, der Einheitskreis, kriegt von mir ein Geschenk. Ski. Mhm. Voller Wert. Mhm. Das ist der göttliche Sohn. 10,52. 10,52 ist der göttliche Sohn.
Okay, drum ist jetzt unsere zwei Seiten des Hinübergehen. Wohin gehst du? Gehst du vom Jenseits ins Diesseits? Es ist austauschbar. Ja. Die Seite oder die Ecke, der Rand, gegenüberliegend, oben, unten, rechts, links, hell, dunkel und so weiter und so fort. Rot gelesen ist es die Quelle im Kopf, die Quelle im Kopf, inmitten verbunden in einem Punkt. Blau gelesen, ein Augenblick außerhalb Polarität. Pol ist übrigens das Tun, Machen, Handeln eines Ari. So wie ihr das berechnet. Ja. Aber wir gehen jetzt nochmal in Zweierradix und wir machen jetzt erst einmal die zwei. Das ist wie ein Augenblick. Geburt. Okay. Und jetzt machen wir hier das B dran als drei. Und jetzt kriegst du eine Wolke, wie eine Wolke. Ab ist eine Wolke. Wie oll heißt wie hochgehoben. Wie dein hochgehobenes. Ja. Die 70. Schinnwelle wird eine logische Welle. Ja. Okay, und der Ivri selber, um das nochmal zu sagen, da können wir jetzt natürlich noch weitergehen, dieser Ivri, das ist immer das Hebräische jetzt, das, was ich ja benutze, Ivri Deutsch, die sprechen das Ivri aus, dieses Ivri Deutsch und Ivri, die Hebräer, die wir uns ausdenken, sind Gesetzesverletzer, Verbrechen, brechen auseinander. Wird Ihnen nicht passen, wenn ich das sage. Das haben wir hier. Das ist das Einstatten. Merkst, da steckt die Zahlenstruktur bis im Detail. Und jetzt schauen wir uns diesen Begriff einmal an, was da drin steht. Das wäre jetzt wieder eine Sache, da müssten wir jetzt Stunden verbringen. Wir fahren einmal da runter und dann geben wir mal das Wort ein. Das war's, ne? Ja. Ibrahim. Einmal. In 2 Könige 2,9, schau mal, zwei Spiegel. Das sind zwei Könige. Was wer die zwei Könige sind? Ja, wir zwei. Ich und du, wir zwei. Nicht der Redo und der Udo, sondern der vom Bücherregal und er selbst als der, der zum Lesen anfängt. Das sind diese, man kann jetzt lesen, im Spiegel, als 2,9 im Spiegel. Man kann auch sagen, das sind zwei Spiegelungen. Wir sind die ersten zwei, der Spiegel platzt auf. Der Spiegel der Reihe, der Kopf des Schöpfergottes ist UB und da ist auf der einen Seite der JCH und der ICH, das ist die andere Seite. Ja. Ja. Das ist das erste Spiel. Und schau, wir lesen das jetzt und jetzt müsste ich dazu sagen, es wäre jetzt interessant, klassisch müssten wir eigentlich, wenn wir das uns genau anschauen, hier anfangen, was geht es eigentlich? Und es geschah, als Jahwe den Elia im Sturmwinde gen Himmel aufwahren ließ, da ging Elia und Elisia von Gilgal hinweg. Jetzt lachte ich, das Gilgal ist eigentlich schon Galgal. Ja. Das sind zwei Wellen. Und dieses Elisa, da steht, ist ein Sinus-Shin. Elisha. Das schauen wir uns aber, das wäre jetzt hier, da müsste ich jetzt eine Grundlage legen. Wir bleiben aber, sonst würde das zu lange dauern, nochmal ganz, ganz gezielt in diesen einen Vers. Wir lesen das, die normale intellektuelle deutsche Übersetzung. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein zwiefaches Teil von deinem Geiste werden. Da steckt jetzt schon, da müssen irgendwie zwei Teile von einem Geiste irgendwie entstehen. Ja. Was da eigentlich drinsteht, ist was ganz was anderes. Wenn man einfach wieder rot-blau lesen, dann musst du dieses Waff hast und er, und das ist eigentlich eine Kunstform, da kommt schon Vergangenheitsform, gibt es Hebräisch. Das heißt also, das Erste, was dir klar sein muss, dass also hier, wenn wir das jetzt übersetzen lassen, und er ist war, und er ist wäre, seit, wurde, wird sein, es ist immer das, es ist. Es ist Licht, es ist Licht. Das ist genau das, wo du da finden wirst. Ja. Und pass auf, es ist einfach nur, wie, haben wir das gerade gehabt, wie ein Hinübergehen in dieses Endmem. Wir können ja übrigens, ich habe da eine Kleinigkeit gerade weglassen, dass wir sagen, das heißt ja wie eine Wolke. Ja. Schau, du hast jetzt das Gleiche, das ist übrigens hebräisch korrekt, direkt übersetzt, aber diese Wolke wird RM, die wird hochgehoben, die wird hoch, die kleine Wolke wird hochmütig und meint, sie wüsste etwas. Als ausgedachter Brüssel bist du wie eine Spritze, wie eine Wolke, die in dir selber auftaucht und meint, sie könnte das Meer verlassen. Ja. Der Spritzer genauso wie die Wolke. Wenn du eine kleine Wolke bist, in der Wolke steckt das Wort Wollen mit drin.
dann lasse ich dich abregnen und durch die Reinigung der Erde gehen, dieses Adama, der Erdboden, du wirst durch diesen Erdgang, wirst du von mir vollkommen gereinigt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass hier in dem Wort Reinigung, dass da das Reine mit drin steckt? Und jetzt haben wir den Elia. Jetzt haben wir nicht wieder dieses große Spiel. Da haben wir jetzt, hast du mal das Eli. Eli heißt mein Gott. Das heißt aber auch Hebräisch, wird das übersetzt zu mir. Ja. Zu mir, für mich. Für mich und zu mir, für mich. Hier deine Wahrnehmung aufgespannt. Richtig. Aber was viel interessanter ist, wenn wir hier sein Gott. Sein Gott, ja. Ja, klar. Ja. Und jetzt wird es interessant, es ist ja immer auch das Nichts, das Nichts, ja. Nichts, das Verbundene, Nichts und das Nichts ist sein Gott. Ja, genau. Das Nichts, das ja. Nichts ist sein Gott. Das heißt, ein Gotteskind sagt, mein Gott ist ein absolutes Nichts. Nichts, ja. Und der spricht jetzt zu, das ist Elisa, nein, das ist Gott, Jesus. Isha ist nämlich Jesus. Ja. Er spricht praktisch zu diesem Gott Jesus, ja. Der Yeshua. Ja, ist die Kurzform, ne? Das ist die Kurzform und das heißt Hilfe, Rettung und Befreien. Ja. Welcher Gott? Frage bitte. Schau mal, da kommt der Saul her, das ist der Fragebutton. Ja, ja, genau. Ja. Wir müssen uns genauer anschauen, der König Saul. Welcher Gott? Was? Will machen, tun, vollbringen, welcher Gott, welcher, wer, was, was. Das ist Frage. Fragen heißt immer bitten. Du musst dir mal die zwei Wörter anschauen im Hebräischen für Fragen und für Antworten. Die Frage ist immer ein Bitten um irgendetwas, was dir eigentlich schon gehört. Du hast es nicht nötig, um irgendwas zu bitten, weil alles, was du dir ausdenkst, kommt aus dir, es gehört dir. Ich rede jetzt rein geistig, bei vollem Bewusstsein. Ja. Und die Antworten heißen immer auch ein Quellen, ein Misshandeln. Ja. Weil du immer nur einseitige Antworten haben willst. Kategorie 1, Kategorie 2 Fragen interessieren dich. Du stellst immer nur Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen, These und Antithese Fragen, aber keine Synthese Fragen. Ja. Warum ist das jetzt? Warum ist jetzt das vor dir, was jetzt da ist? Weil du das jetzt träumst, weil du dir das ausdenkst. Und wieso denkst du dir das aus? Weil ich dir das über mit deinem Intellekt jetzt denken lasse. Und jetzt haben wir hier unser Esse, unsere Messen, plus mit der Name vorne, das heißt was? Ich werde machen, tun, in Bewegung setzen, in dir, zu dir, das heißt dieser Gott, der Jesus ist, dieser Gott Yeshua, okay? Diese Fragen, wo du stellst, dieses Lack, das heißt, das du mal zu dir, auch dir und dich, immer, das wird einmal so übersetzt, mal so, wie es da steht. Das heißt aber auch hier, ziehe und reise, wandre, in Bewegung setzen. Ja, okay, in der Zeit vorher, das ist natürlich jetzt sehr, sehr trügerisch, weil wir letzten Endes haben wir hier wieder unser Raum, das heißt dazu, in einem Spiegel sind Berechnungen des Meeres. Ja, das ist der Rai. Ja. Du wirst also hier dieses ganze Spiel noch nicht bevor, alles ist bevor du es denkst, weil das eine Ehe, eine ewige Existenz ist. Deine ganzen Vorstellungen. Und die werden wieder weggenommen, weggebracht von dir. Und da ist jetzt wichtig, diese Sache mit dem Weg genommen und weggebracht werden. Die eigentliche Wunderwurzel ist das hier. Das wird normalerweise Gott nichts nimmt. Das heißt eine affin aufgespannte Kollektion. Kollektion ist wichtig. Und das habe ich in vielen Selbstgesprächen darauf hingewiesen, in Wörterbüchern heißt es nimm, hol, fass, ergreife und bringe. Ja. Nimm es wieder weg oder er brachte es, er nahm was. Aber die Schwierigkeit besteht darin, dass eigentlich dieses Wort ursprünglich heißt es eine Lehre und eine Folgerung. Darum geht es hier nicht, dass du irgendwas als Brösel nimmst. Ich nehme jetzt diesen Apfel zu mir oder ich bringe den Apfel wieder weg. Sondern es geht um ein Annehmen. Ja. Weil diese Grundradix von dem Wort ist eine Lehre, eine Folgerung. Ich folgere das. Ich nehme an. Und du merkst, wenn ich etwas annehme, ist es was anderes, wie wenn ich als Brüssel irgendeinen Gegenstand nehme. Ja. Es ist ein rein geistiger Akt. Ja. Okay? Weil es eine affine Kollektion ist. Aber wir bleiben mal gleich bei dem Wort nehmen, mit dem Wort nehmen. Was fällt dir da gleich ein? Ja, nehmen. Klar.
NIM. Das ist der Schlummer. Ah, nein, das ist Schlafen, genau. Ja, Schlummer, Schlafen. Ja. Etwas, was ich hinträume. Ja. Und zwar ist es dann mit den zwei M, das war jetzt hier natürlich grammatikalisch nicht drin ist, das ist ja ihr in Bezug auf Geist, ihr Schlafen. Ja. Das kommt, die Grundrolle ist NM. Genau. Das ist übrigens hier ganz interessant, leicht schlummern, schlafen, etwas vor sich hinträumen. Ich könnte jetzt in die anderen Wörterbücher reingehen, aber was du feststellen, das ist in allen Wörterbüchern drin. Schlummern, schlafen. Das ist wie mit dem Haser. Ja. Es ist in den Wörterbüchern drin, aber komischerweise in der Kombination wird es nie so übersetzt. Ja. Das heißt, du schlummerst, du nimmst, das ist dieses, du schlummerst was und hol, haol, schau, in dem Moment, die Existenz, ich kann jetzt lesen, die Existenz einer intellektuellen MM. MM sind zwei Moment. Mhm. Und das holst du aus dir heraus, haol heißt hochgehoben und Joch. Ja. Dieses Joch. Pri, das hast du jetzt wieder zu heiligen. Ja. Man kann da folgen oder nicht folgen. Und das ist jetzt der Ausweg von dir, die Beute, die Angehörigen, fällt dann wieder in dich hinein. Das geht jetzt hier. Was wollte ich dir interessant? Ich springe jetzt da gleich einmal hier in die Endseite rein. Schau mal. NA. Mhm. Das ist das klassische Wort hier als Bitte übersetzt. Ja. Schau mal, das Wort Bitte heißt Be in mir sind zwei Erscheinungen, die eigentlich eine Energie sind. Ja. Ich kann das auch Bit D lesen. Das ist übrigens dann das Haus, das eigentlich nichts ist. Das ist Pi. Mhm. Pi ist hier. In Geheiß von der Weisheit Gottes. Da steckt der Orbel mit drin in dem Schnabel. Siehst du das? Ja. Shin Nun, der Partikel des persönlichen Besitzes, ist, dass du der Vordergott in dir trägst. Ja. Auch einen Rand, der immer ist und den Rand dazu. Immer daran denken, du brauchst zwei Seiten für eine Öffnung. Kreisen sind zwei Facetten nötig, die nun in deinem Geist praktisch G, Synthese 3, dieses N und N ist praktisch ein G, G, Geist. Synthese. Und das sind zwei, schau, Stream heißt zwei, doppelt, eine doppelte Portion, aber für was? Eine doppelte Portion in deinem Geist. Steht B, Ruch, Kaff. In deinem Geist. Ist eine doppelte Portion. Ja. Drum gehen auch in die Arche, und das lasst mir jetzt gut sein, drum gehen auch in die Arche immer nur Bärchen. Genau. Ich kann immer nur einen Adam in die Arche zurückholen, und dieser Adam als Träumer, als Denker und Ausgedacht, das ist ein träumender Geist jetzt, dieses hole ich zu mir in die Arche zurück. Und einer, der nur meint, der ist ein Brösel, den er sich ausdenkt, der wird die Arche niemals betreten, diese Kiste, K.I.S.D., kann man auch rot lesen. Ja. Und das ist halt so eine Freiheit, das ist immer, ich bin so schnell und versuche zu komprimieren, weil ich kann nur sagen, wenn man sich richtig ausgiebig beschäftigt, ist das einzig Wichtige nur, dass man mal die Grundlage, und es geht ja nicht um Hebräisch, man kann auch nur im Lateinischen spielen, oder Sanskrit war natürlich dann richtig komplex mit diesen 49 Zeichen. Das ist das, was dann richtig aufbaut. Und im Sanskrit hast du dasselbe Spiel. Ich habe überall meine Namen reingeflochten. Das ganze Spiel mit Umschrift. Ich erkläre ja so viel, aber was? Man kann ja nicht alles lernen. Man kriegt dann eine Sache, wo ich bei vielen jetzt merke, und jetzt rede ich wieder vom Bröseln, wo der Geist im Hintergrund wach war, die würden am liebsten 20 Bücher gleichzeitig lesen. Ja. Ich habe Menschen, die haben Freude, ältere Leute, die mache ich nur Arithmetik. Ich sage jetzt bewusst Arithmetik. Ich sage mal, dieses Rechnen, Geometrie, Kreisformel. Wie ist das eigentlich aufgebaut? Und die sind, das ist spannend ohne Ende, sagen die. Warum haben die das in der Schule nicht so erklärt? Aber es ist ja alles, ich sage immer wieder, umso hungriger du bist, umso mehr freust du dich dann auf das Essen. Auf das Sein, Essen, auf das eigentliche bewusste Leben. Ja. Und das passiert von alleine. Ich kann zum Abschluss nur sagen, als Brösel hast du nichts zu tun, hast du keinen Einfluss drauf. Auch als träumender Geist, der sich selbst beobachtet, musst du nichts verändern. Ich sage, du spielst deine Rolle ganz normal weiter. Aber es ist jetzt sehr davon abhängig, wenn der Geist jetzt dieses Erwachen ist, ob du den Mut hast, mit dem, was ich dir erkläre, dich abzunabeln. Das heißt, da ist jetzt richtig angenehm, wenn man so unscheinbarer Brösel ist, weil da ändert sich nicht viel, aber du wirst sehr viel Konflikt kriegen, wenn du eine Autoritätsperson bist. Nein. Die schaffen das meistens nicht.
Das heißt, das Opfer, das sie angeblich bringen müssen, dass sie sich hinstellen und sagen, hier bin ich stehe ich und ich kann nicht anders. Oder weiter lügen. Weiter den großen Macker rauskehren. Den Politiker, es sind ja eh Vollpfosten. Und da ist das Schöne, das sind jetzt eh bloß Gedanken. Hinter denen Masken steckt kein Geist. Ich sage immer, ich rede jetzt mit einem Geist. Und wenn du jetzt weißt, du bist der Professor, wir haben ja etliche, wo ich sage, nee, du spitzt deine Rolle ganz normal weiter. Aber du wirst dir bewusst machen, wie sinnlos das ist. Oder Ärzte, wenn ich mal unsere Nadja, wenn ich jetzt spreche, das ist eine Frau Doktor, die hat ihr ganzes Leben, auch sie als Ärztin hat volle Breitseite das getroffen. Zum Beispiel sagt sie, sie hat über Phasen extrem Kreuzschmerzen gehabt. Gerade diese Kreuzschmerzen sind absolutes Problem mit dem, was du machst. Das ist nicht dein Körper, sondern der Geist rebelliert. So wie innen, so außen. Das äußert sich in Kreuzschmerzen. Wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, dass du innen merkst, da stimmt irgendwas nicht und du spielst dieses Spiel mit, du erkennst die Sinnlosigkeit. Zum Beispiel die Sinnlosigkeit irgendeiner Figur, die in dir auftaucht, was erkennen zu müssen, retten zu wollen. Du kannst doch einen Gedanken nicht retten. Es geht nicht. Du hast deine Traumwelt und da ist ein Kommen und Gehen und du kannst jetzt Sachen wiederholen. Aber jedes Mal, wenn dir die Gnade neu aufgebaut. Das heißt, selbst wenn du an dich denkst, jetzt kann ich mich jung denken, älter denken, gesund denken, krank denken. Was ändert es an dem, der das erlebt? Nicht. Er ist heil. Der ist heil. Und jegliches Art von Leid, das du erlebst, ist, dass du diesen Punkt noch nicht in dir wirklich verstanden hast. Es erscheint dir mit Holo-Feeling logisch und dann kommt wieder, warum muss jetzt das sein? Und ich beobachte dich laufen und ich schmunzel dann und ich sage mir, verdammt nochmal, begreift er nicht, dass er nur seine Gedanken anschaut. Du verwechselst dich immer noch mit den Gedanken, du musst es loslassen lernen. So, und jetzt lassen wir es gut sein, dann sagen wir nochmal Patch, dann kannst du es einfach wieder hin dranhängen. Und Patch.